Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Runde Dirt Rally. Wir waren gestern wieder beim Tagesevent dabei und waren eher schlecht als recht unterwegs. Und das wurde noch gar nicht zurückgesetzt, wie ich gerade sehe. Das dauert noch eine Stunde. Ja, dann. Oh, ist das laut? Moment. Na komm, man muss ja auch mal was trauen. Boah, Mann. Ich will auf genau 150.000 kommen. Wir werden schon nicht ganz. Das nicht ganz schon. Wir werden es schon nicht ganz versauen. Ich muss wieder die richtige Lautstärke finden, damit ich den Beifahrer höre und gleichzeitig entspannt kommentieren kann. Ja, heute ist der große Tag. Heute Abend kommt No Man's Sky. Also müssen wir zusehen, dass wir alles andere vorher erledigt kriegen. Deshalb nehme ich jetzt auch schon morgens Dirt auf. Ja, ich habe mir jetzt einen anderen Bürostuhl geholt. Der nicht so quietscht. Aber der ist noch nicht so bequem. Den hätte ich vielleicht vorher einstellen sollen. Ach, die Strecke können wir doch inzwischen. Mit einem moderneren Auto sollte das doch kein Problem sein. Ja, läuft doch ganz gut soweit. Wenn ich lang genug warte, also ich muss dann ja schon in den Elite-Livestream, aber dann kann ich ja, wenn ich heute Nachmittag noch eine zweite Folge aufnehmen sollte, direkt die Belohnung von den Ladies abholen. Oh, oh, oh. Nein, nein, nein. So, besser. Wir haben nämlich leider feststellen müssen, beziehungsweise ich weiß das ja schon lange, dass mein Gamepad ein bisschen nervös ist und einen Konstruktionsfehler hat. Lieber komplett stehen bleiben als irgendwo gegenlaufen, ehrlich gesagt. Und dann komplett stehen bleiben. Ja. Ich hatte auch mal einen zweiten, aber der wurde mir freundlicherweise geklaut. Das zweite Gamepad, was ich hatte. Deshalb, ich hatte ja auch meine Augen schon, ich hatte ja schon einen Blick geworfen auf den Elite Xbox One Controller, aber da habe ich nicht die Mittel für, auch wenn er jetzt runtergesetzt wurde. Kostet er, glaube ich, nur noch 120 statt 150. Aber haben oder nicht haben. Also sowohl das Geld als auch das Gerät. Aber wer weiß. Ich hoffe ja bei No Man's Sky auf ein bisschen Zuschauerfluss. Big Jump. Yeah. Den möchte ich mir, ich möchte nachher nochmal. Fuck, 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 fuck. Scheiße. Nein, lief alles gut. Ich hasse es, wenn er deceptive sagt. Heißt immer, dass irgendwas Fieses kommt. Ich hoffe einfach, dass wir keinen Verlust machen.
last junction, 100 to finish. Bis auf den einen Aussetzer jetzt gerade lief das doch ganz gut. Boah, im Subaru. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Da hätte ich gerne das Replay von, beziehungsweise eine ganz bestimmte Stelle, und zwar... Ich brauche wieder ein paar gute Bilder für das Coverfoto, für das Thumbnail. Da muss das leider mit rein, aber ich will ja nur den Big Jump hauptsächlich. Schön, dass die Musik einfach so spontan ein- und ausschaltbar ist. Das ärgert mich jetzt allerdings mit dem Reset da. Ansonsten war das ja eine echt gute Stage. So, wo bleibt der Big Jump? Da ist er. Okay, man sieht nur leider fast nichts von dem Big Jump. Ja, das hätte nicht sein müssen. Na egal, da wird schon irgendwo ein gutes Bild dabei sein, was ich nehmen kann als Titelbild. Ansonsten, wir haben ja noch ein, zwei Stages vor uns. Ich habe gar nicht meinen Timer hier angemacht. Ich bin ein schlechter Mensch. Ja. Geht doch. Oh, das ist aber... Wo wären wir denn gelandet, wenn wir nicht die 15 Sekunden Aufschlag bekommen hätten? Dann wären wir bei 33 Sekunden. Auch nicht sehr viel weiter oben, wie es aussieht. Mal kurz schauen. Das wäre dann wahrscheinlich ungefähr hier so, schätze ich. Na, na, shit. Dann die Top-Fahrer so. Logischerweise 48 Sekunden schneller als wir. In 3 Minuten. Heftig. Heftig. Doch was als nächstes geschah? Naja. Scheiße. Dann werden wir wohl Kohle verlieren. Egal. Machen wir mal weiter. Ich muss erstmal kurz in mein Teammanagement gucken, ob ich die noch lang genug habe. Jo. Ich kann sie jetzt eh nicht länger anheuern als das, was im Moment ist, aber... Macht sich, macht sich. So, ich glaube, diesmal wollte ich wieder den Renault nehmen, nachdem ich den Mini jetzt auch komplett abgegradet habe. Treten wir jetzt wieder mit dem Renault an. Klangen. Schweden. Da müssen wir erstmal einen Shakedown machen. 5, 4, 3, 2, 1, go. Crest, right 6 long times 40. Caution line over 2. Mal gucken, wie das Auto hier so voreingestellt ist. Rutschig auf jeden Fall. Okay, also das Auto ist nicht sehr stabil. Sobald es in eine Kurve geht. Mein Schnee ist jetzt auch nicht die tollste Unterlage. Aber so kann ich nicht fahren. Das geht so nicht. Wahrscheinlich sind die... Wahrscheinlich ist das zu soft eingestellt. Wer startet denn seinen Testfahrt neu?
and left 2 half long. And right 3 opens bad camber 40. Also ich glaube irgendwie nach dem Mini ist das ganz schön anstrengend auf einmal. Und da geht's in den nächsten Schleudergang. Da müssen wir dringend was dran machen. So. Machen wir das mal so. Ist ja egal, ich weiß jetzt, dass es keinen Abzug dafür gibt und es ist selbst wenn ja nur der Shakedown. So, mal gucken, ob es sich jetzt besser fährt. Na, herzlichen Glückwunsch. Okay, bis auf die etwas unsauber genommene Kurve sieht es mir bisher doch etwas stabiler aus jetzt. Ja, etwas stabiler. Hätte jetzt doch lieber mit dem Mini teilnehmen sollen. Okay, dieses Auto ist eine Katastrophe für diese Rallye. Left 4 and crest 60. Right 4 tightens 3. And left 2 half long. Oder ich bin einfach noch. Ich muss mich einfach noch ein bisschen mehr dran gewöhnen hier. Finish. Ich bin unzufrieden. Ich bin wirklich enorm unzufrieden. Da müsste ich noch irgendwie. Machen wir mal wirklich hier. Was können wir denn hier im Detail-Setup machen? Das wäre jetzt ehrlich gesagt zu kompliziert. Ja, Dings bin ich eigentlich zufrieden. So, Stage Details. Das will ich, glaube ich, haben, genau. Hauptsächlich geraden. Ja, ich glaube, dann bin ich damit zufrieden. Dann komm. No risk, no fun. 5, 4, 3, 2, 1. Go, pressed. Right 6 long times 40. Muss ich wohl einfach vorsichtiger fahren. Fängt ja gut an. Nein, dafür werde ich jetzt keinen Restart ausgeben. Boah. Katastrophe hier. Ich hätte damit wirklich nicht antreten sollen, aber jetzt ist es zu spät. Jetzt müssen wir da durch. Wenigstens ist hier an den Rändern immer Schnee aufgeschüttet. Kann man keine üblen Crashes erleiden, solange man nicht mitten im Wald ist. And left 2 half long. And right 3 opens bad camber 40. Caution, keep left over crest 40. Left 3. So, jetzt kommt unerkannt, unbekanntes Terrain. Right 4 half long, tightens 3 bump. And turn right 4 tightens 3. And left 4 over bump opens and tightens 80. Keep mid over big jump 40. Sorry, dass ich jetzt gerade so leise bin, aber das ist einfach echt. Das verlangt mir gerade alles ab. Deshalb muss ich euch jetzt gerade mal ein bisschen mit der
mit der Strecke hier allein lassen und meinem Fahren. Ich hoffe, das ist okay. Boah, wenn wir damit irgendwo in die Top 10 auch nur kommen, bin ich schon zufrieden. Boah. Also ich mag es ja, wenn es anspruchsvoll wird, ne? Das soll ich ja, das will ich ja gar nicht gesagt haben. Ich glaube, es wird langsam Zeit, dass wir modernere Wagen haben, die da besser mit klarkommen. Right 560, right 440. Aber immerhin, wie gesagt, also eins ist schon mal richtig, man kann es hier auf jeden Fall immer relativ gefahrlos ausrollen lassen. Bisher. Ich will keinen Jump haben, der sorgt nur dafür, dass ich wegfliege irgendwie. Dass ich beim Aufkommen dann die Kontrolle verliere, so. Right 6 through dip, and caution keep left over crest bump 60. Left 5 long over crest bump 60, crest jump dip. Finish. Da ist das Ziel, endlich. Uff, mal gucken, wo wir damit gelandet sind. Platz 6. Na, immerhin. Was? Und er fährt auch ein Renault. Immerhin ist niemand komplett rausgeflogen. Uff. Boah. Das ist ein Krampf. Und das geht die ganze Zeit so. Oh Gott, die Strecken werden immer länger. Ich frage mich gerade, ob hier überhaupt richtige Schneereifen drauf sind, das fühlt sich irgendwie nicht so an. Das ist so eine Sache, die mir noch fehlt, dass man hier die Reifen auch noch hätte verstellen können. Hallo, würdest du bitte auf den Rückwärtsgang schalten, wie ich schon vor einer Minute gefühlt gedrückt habe? Toll, jetzt juckt es mich auch noch am Kinn und ich kann mich nicht kratzen, dass ich mich konzentrieren muss. Ah. Die Leute sind ja entspannt. Immerhin, das ändert sich nie bei Colin McRae. Left 5 into right 6 over crest jump maybe. Left 6 100. Na komm, den Jump nehmen wir jetzt mit aller Männlichkeit. Hat ja geklappt. Einfach weiterfahren. Into right 3 opens long 130. Wer ist jetzt noch mit Schneegestöber? Gibt es das überhaupt im Spiel? Das gab es bei irgendeinem früheren Colin McRae Rally. Boah, jetzt fahr doch mal bitte wieder einfach geradeaus, Auto. Jetzt hätte ich gerne Herbie. Oder Kit. Wobei, mit Kit möchte ich, glaube ich, keine Rally fahren. Da ist Herbie schon besser. Left 4 opens over crest 80.
So. Ah, nein, 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 nein. Into left two, keep in. Into right three, opens long. 60 over small crest, left four, 60. Right six long, tightens three over bump. Also das wird keine gute 40. Rallye für uns insgesamt. Left two through depth, don't cut. Into right four. Es sei denn, wir schaffen es im zweiten Dings, unsere Einstellungen massiv zu anzupassen an das, was wir hier brauchen. Ja, geil. Richtig super. Left 6 into crest jump, maybe 80 bump. Right 6. Da bringt es jetzt auch nichts mehr, einen Restart zu verwenden. Das, da müssten wir den ganzen, die ganze Tortur ja nochmal über uns ergehen lassen. Darauf verzichte ich lieber. Left 3 tight, don't cut. 60 crest jump, maybe. And right 3 through dip, crest. Left 5 half long. And care, right 2 over bump. Small crest, bump 40. Caution, turn left 2. Weiß aber auch nicht, woran das hier liegen könnte. Right 5 past junction 40. Care, das ist einfach katastrophal. Das Fahrgefühl hier, wow. Left 4 half long, 60 through dip. Left 5 half long over crest. Into right 5, 40. Right 6 over crest jump, maybe. Left 6 over bump. And right 5, 60, left 5. Right 3 tight. And left 5, 40. Right 5, long, over crest. Boah, wenn ihr mich gerade sehen könntet hier, ne, ey. Right 5, over crest jump, maybe. Into left 5, long, through bump, dip. 40 over crossroads. Right 3, 40 through dip. Finish. Oh, endlich, es ist vorbei. Wir können das Auto neu einstellen. Bam, erstmal noch das Ding wegrammen. Genau. Hey, wieder Platz 6. Wenigstens sind wir konstant. Konstant schlecht. Ich glaube, damit lasse ich es für heute gut sein. Ich bin jetzt zu Adrenalin geladen, um hier noch großartig mehr zu machen. Aber wenn ihr jetzt... eine halbe Stunde. Wenn ihr jetzt lachend vorm Rechner sitzt, kann ich das gut nachvollziehen. Ich glaube, ich belasse es einfach dabei, sag wie immer, danke fürs Zusehen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin, macht's gut. Tschüss!